Paroksha. Paroksha ist ein Sanskrit-Ausdruck und heißt außer Sicht. Es ist unsichtbar. Paroksha heißt Unsichtbarkeit und Paroksha steht daher auch für die absolute Wirklichkeit. Denn Paroksha, da steckt so ein Para drin, das heißt jenseits und absolut. Und Akshan, was am Ende eines Wortes stehen kann und steht für Auge und damit Sichtbarkeit. Paroksha, also das, was außerhalb des Auges ist. Damit drückt es die höchste Wirklichkeit aus. Die höchste Wirklichkeit ist transzendent. Man kann auch sagen, Paroksha ist das Transzendente, das, was jenseits ist, das Jenseitige. Das ist Paroksha. Es gibt auch ein berühmtes Werk von Shankara, Aparoksha Anubhuti, das heißt letztlich die Verwirklichung der höchsten Wirklichkeit. Was das damit auf sich hat, das kannst du auch auf unseren Internetseiten nachschauen. Geh auf www.yoga-vidya.de und dort kannst du zum Beispiel eingeben Aparoksha Anubhuti und findest viele Informationen dazu. Hier aber nochmals Paroksha, das Jenseitige, das Transzendente, die höchste Wirklichkeit.